Hallo, meine Uhr sagt, es ist 16:30 Uhr und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem kurzen und knackigen Tobi-Danovox-Hörsaal zum Thema Telesnap-Aphasie. Mein Kollege sagt gerade, er kann sein Video nicht sehen. Kann ich aber auch leider gerade nicht ändern. Ich hoffe, es klappt gleich wieder, Sven. Auf jeden Fall, nochmal zurück. Seit einer Woche grob, seit letzten Donnerstag, gibt es in Tobi-Danovox Snap neben der Namensänderung von Snapcore First auch ein ganz neues Seitenset, was sich speziell an die Zielgruppe Menschen mit Aphasie, ja, das sie entsprechend anspricht, berücksichtigt und Inhalte bietet, um zum einen die Teilhabe zu unterstützen im Bereich der Kommunikation, aber natürlich auch unterstützend einwirken kann im Bereich Zurückgewinnung der Sprache. Das Webinar ist ungefähr auf 30 Minuten ausgelegt. Wenn wir Fragen haben, auch gerne noch mal ein bisschen länger. Das Schöne ist an diesem Live-Webinar, Sie haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Dafür gibt es das Bedienfenster im unteren Rand. Da gibt es den Bereich erstmal des Stummschaltens. Das heißt, Sie können sich zum einen natürlich während des Webinars stummschalten, dass Sie nebenbei sich natürlich auch gerne räuspern können und Sie die anderen nicht so entsprechend stören. Aber viel wichtiger ist natürlich, dass Sie dann das Audio auch einstellen können, um Fragen zu stellen. Oder natürlich auch das Ganze etwas diskreter über die Chat-Funktion machen. Wir haben dauerhaft einen Blick in den Chat-Bereich, sodass Sie natürlich auch jetzt einfach in den Chat-Bereich klicken können und darüber dann Ihre Frage stellen können, die wir dann gerne entweder am Ende beantworten oder vielleicht auch sogar direkt mit drin, wenn es vielleicht auch gerade zum Thema passt. Genau, seit, wie gesagt, letzten Donnerstag gibt es eine Änderung. Snapcore First wurde zu TD-Snap. Das sollte im Endeffekt berücksichtigen, dass Snap, die Software Snap, als Plattform mehr ist als nur die Core First-Inhalte. Denn es gibt halt neben dem Core First-Vokabular, gibt es ja parallel halt auch ein Textvokabular und natürlich auch jetzt, wie gesagt, brandneu, was auch heute das Thema ist, Inhalte zu Aphasie. Noch als kleiner Hinweis, mein Kollege hat in den Chat-Bereich schon die Präsentation als PDF hinterlegt. Da finden Sie nochmal eine etwas umfassendere Präsentation zu dem, was wir heute zeigen. Einfach mal reinschauen und wenn gelegen Möglichkeit sind, natürlich noch gerne natürlich auch Fragen stellen, auch gerne im Nachgang. Okay, man sieht mich zwar nicht, vielleicht kann Tobias mich mein Video doch noch irgendwie anschalten, aber ich übernehme trotzdem und hoffe, dass es auch ohne Video ansonsten geht. Wir möchten heute gerne das Aphasie-Seitenset von Tobi Dynavox Snap vorstellen und möchten zu Beginn ganz kurz erklären, warum das Ganze überhaupt gemacht wurde. Wir möchten da einmal ein Zitat in die Folie eingepackt aus dem Buch ICF in der Sprachtherapie und hier im Besonderen im Abschnitt ICF in der unterstützten Kommunikation. Und nochmal beschrieben wird die Philosophie der UK, dass Menschen mit schweren kommunikativen Beeinträchtigungen und ihre Kommunikationspartner sich mit Hilfe der UK unterstützt werden sollen, effektiv miteinander zu kommunizieren. Dadurch sollen sowohl eine verbesserte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als auch eine höhere Lebensqualität erreicht werden. Wenn man das jetzt runterbricht in Bezug auf die Aphasie, dann gibt es den sogenannten Live Participation Approach to Aphasia, LPAA, aus Nordamerika, hier im Speziellen aus Toronto. Das ist so, dass man den Schwerpunkt darauf legt, auf die Wiederbeteiligung am Leben, indem die tägliche Teilnahme an Aktivitäten der Wahl des Menschen mit Aphasie verstärkt wird, und zwar ungeachtet auch des Stadiums der Behandlung. Es konzentriert sich vor allen Dingen darauf, positive, unterstützende Kommunikationsumfelder zu gestalten. Und genau hier ist der Ansatz von Tobi-Danovox Aphasie, dass man eben versucht, Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung zu stellen, die genau das Umfeld und auch den Menschen mit Aphasie darin unterstützen sollen, dass die Kommunikation gelingen kann. Genau, und das zeigen wir jetzt am besten direkt quasi in der Software Tobi-Danovox Snap.
Das heißt, wenn Sie Tobii.vox Snap das erste Mal starten, gelangen Sie zu diesem Startbildschirm. Da haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Benutzer anzulegen. Klicken Sie dort drauf, geben hier den Namen des Anwenders an. Ich gebe jetzt einfach mal einen beliebigen Namen an, der scheinbar sehr beliebt ist. Können dann gelegentlich natürlich noch die Sprache ändern. Das orientiert sich halt immer an dem System, auf dem Snap, Tobii.vox Snap ausgeführt wird. Und dann können Sie rechts auf den Pfeil klicken. Und jetzt haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, aus verschiedenen Inhalten auszuwählen. Also bekannt ist, denke ich mal, Core First. Das wäre jetzt der linke Bereich. Textanwender ist auch schon relativ neu. Aber wir wollen uns heute auf das brandneue Seitenset oder die brandneuen Inhalte in Bezug auf Aphasie fokussieren. Das heißt, ich wähle jetzt den rechten Inhalt aus, hat Aphasie. Und bekomme dann, falls es mehrere Inhalte gäbe, mehrere Inhalte angeboten. In dem Fall gibt es ein spezielles Seitenset für die Aphasie. Das heißt, hier kann ich direkt auf Weiterklicken. Ich habe bei der Einrichtung direkt die Möglichkeit, eine Stimme auszuwählen. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt sagen, okay, der Andreas hört sich vermutlich ganz gut an. Ich kann ihn auch noch hier nochmal anhören lassen, wenn ich auf den Lautsprecher drücke. Das lasse ich jetzt hier einmal. Und als nächsten Schritt habe ich dann noch die Möglichkeit, die Rastergröße festzulegen. Die Rastergröße ist dann die Anzahl der Felder, die man pro Seite dargestellt bekommt. Es gibt insgesamt 3 unterschiedliche Rastergrößen. Man könnte mit einem 4x3 Seitenset anfangen, ein 6x5er und sogar noch kleiner mit einem 3x3er. Um jetzt die gesamten Inhalte darzustellen, würden wir jetzt hier einfach mal auf das 6x5er eingehen. Das heißt, ich wähle jetzt hier 6x5 aus und gehe auf Fertig und der Benutzer wird nun erstellt. Das heißt, ich befinde mich jetzt in der Oberfläche vom Seitenset, Aphasie-Seitenset in Tobii.vox Snap. Der Aufbau, wenn man schon mit Tobii.vox Snap gearbeitet hat, ist an sich relativ einheitlich auch zu den anderen Oberflächen. Das heißt, ich habe immer oben mein Mitteilungsfenster mit Löschen und Wortlöschen und zum Sprechen theoretisch auch nochmal zum Auswählen. In der Mitte wird der Inhalt dargestellt, wenn ich mit einer Mitteilung arbeite, die ich zusammensetze. Und am linken Rand habe ich dann die Werkzeuge. Die Werkzeuge, die mir dann in unterschiedlichen Situationen hilfreich sein können. Das heißt, ich habe zum einen die Wortlisten, in der ich mich jetzt gerade auch schon befinde. Das heißt, die Wortlisten bieten unterschiedliche Themen aus dem Alltag des Menschen mit Aphasie an. Das heißt, ich habe natürlich hier die Möglichkeit, einfach irgendwie eine Situation auszuwählen, wenn die Person Schwierigkeiten hat, sich eventuell wo es mir wehtut. Das heißt, ich könnte jetzt die Wortliste Körper und Gesundheit auswählen und bekomme dann zum Beispiel alle Körperteile angeboten. Genauso vielleicht auch, wenn ich mit der Person über Tiere rede oder in der Natur mich aufhalte und vielleicht ihr da ein Begriff fehlt, bekomme ich da natürlich eine große Sammlung an Wortlisten, an Worten aus themenspezifisch, in dem Fall aus der Natur, Gartenwerkzeuge, natürlich auch für die Anwendergruppe natürlich ein sehr, sehr beliebtes Thema, Gartenarbeit, Naturarbeit. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, innerhalb der Wortlisten auch noch eigene Übungswörter anzulegen. Das heißt, es gibt auch immer noch genug Platz, um eigene Inhalte hier verwalten zu können. Als zweiter Bereich gibt es eben die Kommentare. Je nachdem, in welcher Rastergröße wir uns befinden, jetzt hier im 6x5 sind es 5 verschiedene Kategorien, die es gibt. Das heißt, die Kategorien sind in der oberen Reihe unter dem Mitteilungsfenster zu sehen. Das wären halt in diesem Fall Grüße und Soziales, die persönlichen Bedürfnisse, das Thema meine Aphasie, Gefühle und Kommunikationsreparatur. Die Kommentare enthalten alle schnelle und einfache Möglichkeit, um Wörter oder ganze Aussagen schnell abrufen zu können, die ich in möglichst vielen Situationen einfach auch gebrauchen kann. Hier halt dann speziell angepasst auch nochmal auf die Situation von Menschen mit Aphasie. Der nächste Baustein ist das sogenannte Whiteboard. Das kann man im Endeffekt als eine digitale Variante von Papier und Stift sehen. Häufig nutzt man ja auch einfach in der Aphasietherapie einfach noch einen zusätzlichen Stift, um etwas aufzuschreiben und etwas aufzumalen, um etwas halt einfach besser darzustellen. Entweder als von der Seite des Therapeuten, der Therapeutin aus, oder natürlich auch
aus der Perspektive des Klienten. Das heißt, beide Seiten können natürlich durchaus Gebrauch von diesem Whiteboard machen. Das kann entweder was ganz Simples sein, dass ich hier eine Ja-Nein-Möglichkeit biete, dass ich hier mal schnell irgendwie Ja und eine Ja- und Nein-Möglichkeit biete, wo man dann drauf zeigen kann. Ich könnte ihn auch selber eventuell schreiben lassen. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Bild einzufügen und dann mit diesem Bild zu arbeiten. Das Bild kann entweder eins vorhandenes auf dem Kommunikationsgerät sein oder auch ein gerade gemachtes Bild. Ich habe die Möglichkeit, mehrere Whiteboards parallel zu nutzen, das heißt mehrere Zettel gleichzeitig zu nutzen, um einfach noch an verschiedenen Aspekten zu arbeiten. Die weiteren beiden Werkzeuge, die an sich aber ein Werkzeug zusammen sind, ist das sogenannte Themen, denn die thematischen Inhalte, Themenseiten, die gibt es in zwei unterschiedlichen Darstellungsvarianten. Einmal in der, ja, eigentlich von vielen Oberflächen vertraute Rasterdarstellung. Das heißt, hier in diesen Inhalten, in diesen Themenseiten bekomme ich Vokabular, Sätze, Phrasen angeboten, die sich dann auf ein bestimmtes Thema fokussieren. Das heißt beispielsweise, wenn ich über das Wetter reden möchte oder mit der Person mit Aphasie über Wetter reden möchte oder die Person selber, kann sie das Thema Wetter aufrufen und bekommt automatisch halt Es soll heute regnen. Es gibt Gewitter. Wie wird das Wetter heute werden? Fragen, allgemeine Aussagen zum großen Themengebiet Wetter enthält. Und diese Themenseiten haben halt schon wirklich viele vorgefertigte Aussagen, viele vorgefertigte Themen. Das sind jetzt erstmal die, die zur Verfügung stehen. Also von A, ganz oben Informationen über sich selber mitteilen, Informationen über die Familie mitteilen, aber natürlich auch Informationen über meine Aphasie mitteilen. Zu fragen, was ist das? Sagen, dass ich es habe. Auch zu sagen, wie man mit mir vielleicht kommunizieren soll, das heißt vielleicht eine Ja- und Nein-Frage zu stellen, Auswahlmöglichkeiten zu geben. All diese Sachen werden hier beispielsweise auch in diesem Thema behandelt. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, viele eigene Themenseiten zu erstellen und grundsätzlich natürlich auch entweder komplett das Thema anzupassen oder halt natürlich über die vielen leeren Felder, die Sie hier natürlich jetzt auch sehen, natürlich auch schnell eigene Inhalte auch hinzufügen zu können. Diese Themenseiten gibt es in zwei unterschiedlichen Darstellungsvarianten. Einmal in dieser an sich klassischen Rasterdarstellung. Ich habe wirklich ein Raster an Felder entsprechend ausgewählt, wie ich das bei den Einstellungen vorgenommen habe. Die andere Variante ist, das Ganze in einer sogenannten visuellen Szene darstellen zu lassen. Visuelle Szene bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf das Einkaufen gehe, ich ein Foto, ein Bild, eine Darstellung habe, die eine Situation, einen Kontext darstellt, in dem die Kommunikation stattfinden soll. Was natürlich ganz klar auch einfach nochmal das Verständnis unterstützt, in welchem Umfeld gerade kommuniziert werden soll. Das heißt jetzt hier in diesem Fall ist das Thema, in dem kommuniziert wird, Einkaufen. Und rund um dieses Thema finde ich jetzt hier Aussagen, die ich einfach hier gut in diesem Zusammenhang nutzen kann. Auch hier ist es natürlich sehr, sehr wichtig und auch einfach möglich, zum Beispiel das Foto mit einem eigenen persönlichen Foto auszutauschen. Vielleicht habe ich sogar die Chance, in meinen persönlichen Supermarkt zu gehen, schnell ein Foto zu machen und das anstelle dieses Standardfotos halt einfügen zu können. Du bist noch stumm, Sven? Danke. Kein Problem. Ich bin zumindest jetzt zu sehen, aber jetzt das Stummschalten kriege ich hin. Das war ich aber nicht. Nein, das war ich. Genau, in allen Themenseiten gibt es auch noch extra eingefügte Skripte. Das heißt, die Idee ist es, Skripte zu nutzen, um eine Reihe von aufeinanderfolgenden Mitteilungen zu haben, wie es jetzt hier im Beispiel zu sehen ist, um jemanden beim Kommunizieren in schwierigen Situationen entsprechend unterstützen zu können. Die können dafür verwendet werden, dass man eben zum Beispiel eine Geschichte erzählen kann, dass ich vielleicht Informationen austauschen kann, vielleicht aber auch nur einen Hinweis zur Sprachproduktion gibt,
was ich jetzt als nächstes vielleicht einfach auch sagen muss, was ich mir vorher anhören kann und dann sprechen lassen kann. Das heißt, zu allen Themen, sowohl im Raster als auch in den visuellen Szenen, ist es so, dass die Skripte jeweils ein Beispiel schon mit hinterlegt ist, die natürlich angepasst werden können oder ich auch eigene Skripte auch entsprechend erstellen kann. Genau, das nächste Werkzeug, dafür muss man gegebenenfalls einmal hoch und runter wischen. Man hat aber auch die Möglichkeit, das Ganze so einzustellen, dass man hier im Bereich dann, wo man wischen müsste, mit den Fingern auch das Ganze über Navigationspfeile zu machen, sodass ich hier einen auffordernden Pfeil habe, den ich drücken kann. Und dann geht automatisch der Inhalt dieser Werkzeugleiste eine Ebene nach unten. Und hier gibt es zum Beispiel noch eine Tastatur. Tastaturen kann man natürlich auch in vielen Aspekten nutzen, entweder halt um gegebenenfalls den Klienten zu unterstützen, indem man vielleicht den ersten Buchstaben bietet, der eventuell auch noch dann gesprochen wird, eventuell laut reingesprochen wird, dass sich aber auch genauso gut der Klient selber hat, die sehr, sehr gut nutzen kann, um das einfach so als Stupser zu sehen, wenn es gerade zu einer Blockade kommt, dass man dieses Wort eventuell nicht abrufen kann, aber vielleicht durch den Anfangsbuchstaben oder den ersten beiden Buchstaben halt dann eventuell zu diesem Wort gelangen kann. Das Ganze kann man natürlich dann in Kombination mit einer Wortvorhersage nutzen. Das heißt, wenn ich ja I drücke, bekomme ich dann automatisch schon ich. Entsprechend Worte vorgeschlagen. Was habe ich? Ich und dann, was ich ich möchte. Das heißt, hier habe ich natürlich dann die Möglichkeit, das Ganze natürlich dann auf Tastatur, auf Buchstabenbasis halt auch unterstützend in der Kommunikation einzusetzen. Machen wir die Wertungsskalen weiter. Genau, als weiteres Werkzeug gibt es entsprechende Bewertungsskalen. Da sieht man einmal, es gibt eine sogenannte Schmerzskala in klein und in groß. Die kann man zum Beispiel einsetzen beim Arztbesuch, um entsprechend halt mitteilen zu können, wie der Schmerz ist, ob er sehr stark ist, auch entsprechend eben mit mimischer Unterstützung. Genau so sollte man das nach Möglichkeit natürlich dann auch einführen. Das heißt, der Person mit Aphasie auch erklären, eben ganz schmerzhaft auch ein Gesicht dabei verziehen oder eben halt kein Schmerz, vielleicht eher ein Lächeln auch darzustellen, kann ich halt nutzen, um in dem Fall in ärztlichen Situationen das zu machen. Wenn man auf die Bewertungsskalen auch nochmal zurückgeht, gibt es aber eben auch noch Bewertungsskalen, die ich für eine Einschätzung zum Beispiel, wie mir der Film gefallen hat, den ich im Kino gesehen habe, oder das letzte Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich also in vielen Situationen solche Bewertungsskalen einfach nutzen kann, um meine Meinung zu etwas zu äußern. Genau, und dann der letzte Punkt, den wir jetzt gerade noch übersprungen haben, das ist dann die Übersicht. Hinter der Übersicht verbergen sich auch nochmal weitere hilfreiche Möglichkeiten. Das heißt, einmal habe ich hier natürlich einfach eine Übersicht zu sehen, was ist heute für ein Datum, welcher Wochentag, welche Uhrzeit. Auch das ist natürlich relativ wichtig, kann man aber auch grundsätzlich auf allen anderen Kommunikationsseiten auch hinterlegen. Bezüglich Datum, Uhrzeit, Jahr gibt es hier auch die Möglichkeit, das Ganze also einen Kalender zu nutzen. Das heißt, ich habe hier einmal die Möglichkeit, einen Kalender wirklich über das ganze Jahr zu führen. Das heißt, wir haben jetzt den Juli und dann habe ich hier den Kalender entsprechend dargestellt mit Tag, Wochentag, Jahr und so weiter. Ich habe auch die Möglichkeit, das Ganze etwas kleinschrittiger, vielleicht als Wochenplan darstellen zu können. So habe ich jetzt hier die Möglichkeit, meinen Alltag ganz gut zu strukturieren, übersichtlich dargestellt zu bekommen und das Ganze sogar auch grundsätzlich mit der Möglichkeit, das als Tagesplan zu sehen, dass ich hier wirklich den ganzen Tag entsprechend der Uhrzeit hier als visuelle Unterstützung dargestellt bekomme. Die Uhrzeiten, das Zahlenbild lässt sich natürlich auch hier entsprechend anpassen, je nach Bedarf, denn der Tag ist ja nicht zwingend immer in 30-Minuten-Takt gegliedert. In der Übersicht findet man noch weitere hilfreiche Werkzeuge. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Fotoalbum eingehen. Das heißt, hier gibt es auch noch die Möglichkeit, kleine eigene Fotoalben zu pflegen. Fotos bieten ja einfach eine ungemeine Möglichkeit und seine biografischen Informationen darzustellen. Eigentlich das, was ja gerade so das Menschen mit Aphasie gerne mitteilen wollen. Was habe ich erlebt? Wer bin ich?
wer wohnt in meiner Familie, was machen meine Enkelkinder? Das ist ja so das, was man so macht. Also wie häufig ist es so, dass dann mein Opa halt sein Fotoalbum rausgeholt hat und dann entsprechend einfach was über seine Geschichte darüber erzählt hat. Und das gibt es natürlich hier auch die Möglichkeit. Ich habe schnell die Möglichkeit, die Option hier eigene Fotos einzubringen, einen Text hier unten zu hinterlegen, der dann auch gesprochen werden kann. All diese Möglichkeiten habe ich hier. Das sind jetzt erstmal nur zwei Standardalben oder zwei Standardfotos in diesem ersten Album hinterlegt. Die anderen sind komplett leer. Aber wie gesagt, Ziel ist es ja auch mit den eigenen biografischen, individuellen Inhalt mit Leben zu füllen. Und das ist natürlich schwer von unserer Seite aus zu ermöglichen, aber wir haben grundsätzlich das Gerüst Ihnen jetzt hier quasi bereitgestellt und das ist dann halt auch mit den einfachen Bearbeitungsfunktionen von TD-Snap, von Snap auch möglich, das Ganze anzupassen. Darüber hinaus gibt es hier auch noch zwei die Unterstützungsmöglichkeiten über zwei so digitale Assistenten. Das heißt, einmal bietet Snap ja die Möglichkeit, dass man es direkt mit seinem Google-Konto verbinden kann und dann hierüber dann auch schnell Informationen abrufen kann, wie vielleicht gerade das Wetter ist, wie weit es nach Berlin ist, was vielleicht gerade die neuesten Nachrichten sind, solche Sachen. Oder sich vielleicht auch einfach mal einen Witz erzählen lassen. Solche Möglichkeiten hat man. Die Alternative dann über Alexa das Ganze dann nur rein über die Sprachausgabe zu machen, besteht natürlich hier auch, wie man das halt auch schon von den anderen Oberflächen kennt in TD-Snap. Ich wechsle jetzt mal wieder in die Präsentation. Genau, was es dann auch noch zusätzlich gibt, sind Materialien zur Nutzung von Tobii Dynavox Snap Aphasie. Dazu ist da auch ein Link drin auf die entsprechende Webseite. Da kann man sich anmelden für kostenlose Materialien. Die Materialien sind dort aufgelistet. Das Ganze sollen einfach Materialien sein, die eben diese Implementierung im Alltag einfach unterstützen sollen. Zum Beispiel, wie kann man mit diesen Kommunikationswerkzeugen, die in Snap Aphasie enthalten sind, Verstehenskrisen korrigieren oder wie kann man sie auch versuchen zu vermeiden? Das heißt, welches Werkzeug kann ich in so einer Situation mit einsetzen, um vielleicht das Verstehen zu verbessern oder überhaupt zu ermöglichen? Aber auch Anleitungen dazu, wie das ganze Seitenset genutzt werden kann, indem es Lernkarten gibt. Es gibt einen Taschenratgeber, wo man allgemein auch nochmal nachlesen kann, was kann man in Bezug auf Kommunikation bei Aphasie einfach mit berücksichtigen. Oder auch ein Märchen über die unterstützte Kommunikation, nämlich dass die unterstützte Kommunikation die Sprachwiedergewinnung von Personen mit Aphasie beeinträchtigen könnte. Auch da gibt es dann einen entsprechenden Fachartikel, der besprochen wird und halt eben beweist, dass dem eben nicht so ist. Das heißt, das sollen einfach nochmal Unterstützungsangebote sein, um diese Implementierung in den Alltag noch besser zu ermöglichen, sodass es gut genutzt werden kann. Ja, ich lese gerade im Chat, dass die PDF-Datei scheinbar nicht von allen eingesehen werden oder gefunden wird. Wir werden die einfach an die Teilnehmer nochmal im Nachgang per E-Mail schicken. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal, ich glaube, das hattest du gesagt, ich konnte den Link aber auch nicht finden, den Link, wo man zu diesen Materialien kommt, wo man sich dafür kostenlos anmelden kann, habe ich jetzt auch gerade nochmal in den Chat gepostet. Einfach mal draufklicken, sich ja quasi kostenlos anmelden und dann bekommt man halt Zugriff auf diese doch sehr, finde ich, sehr hilfreichen Materialien. Es war gerade im Chat nochmal die Frage, wie komme ich denn jetzt an dieses Seitenset, wenn ich denn irgendwie schon Snap laufen habe oder Snap Core First vielleicht da noch und dann irgendwann das Update gestartet wurde und ich dann noch in Core First bin. An sich ist der Weg halt dann, wenn ich das Ganze in meinen vorhandenen Benutzer einfügen möchte, auf allen Wegen gleich. Das heißt, ich kann oben rechts auf dieses Zahnrad drücken und habe dann die Möglichkeit, wenn ich das wirklich in mein vorhandenes Seitenset oder meinen vorhandenen Nutzer implementieren möchte, gehe ich dann hier auf Seitenset im unteren Bereich. Und hier habe ich ja dann die Seitensets von dem Benutzer, den ich vor geraumer Zeit angelegt habe. Und wenn ich hier drauf drücke, bekäme ich alle in diesem Benutzer vorhandenen Inhalte angezeigt. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann ein neues Seitenset erstellen. Und wenn ich hier drauf klicke und ich die neueste Version habe, in dem Fall halt kann man es relativ gut erkennen, wenn die App nicht mehr Snap Core First, sondern TD Snap heißt, dann habe ich jetzt hier auch die Option, das Aphasie-Seitenset auszuwählen. Und dann muss ich eigentlich nur draufdrücken, auf Weitergehen und dann anschließend
in das neu heruntergeladene und ins erstellte Seitenset wechseln, indem ich es auswähle und dann wird direkt in das Seitenset der Aphasie gewechselt. Wenn ich dann wieder zurückgehen möchte in das vielleicht Core First Seitenset, gehe ich ebenfalls hier in dieses Seitenset und kann dann aus der Liste der vielleicht der fernen Inhalte dann das andere Seitenset auswählen. Genau, jetzt wäre noch die Möglichkeit, dass Sie gerne noch, wenn Sie noch weitere Fragen haben, die meisten hatten wir jetzt, glaube ich, gerade im Chat zumindest, die jetzt aufgetaucht sind, schon beantwortet. Das waren, glaube ich, eher technische Geschichten rund um die PDF. Wenn noch Fragen sind, stellen Sie diese gerne. Es stehen gerne noch Rede und Antwort. Wie gesagt, wir werden Ihnen diese dann noch eine zusammengefasste E-Mail schicken, wo vielleicht nochmal die ganzen Links nochmal drinstehen, aber auch gerne natürlich, wie die PDF nochmal drin ist. Und wenn keine Fragen bestehen sollten aktuell, dann kann ich Ihnen jetzt nochmal ans Herz legen, vielleicht sich quasi auch schon für eins der kommenden Hörsaaltermine einfach nochmal anzumelden. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass es vielleicht doch noch ganz hilfreich für Sie sein könnte, wenn man das Ganze halt jetzt nochmal ein bisschen in die Praxis überträgt. Das heißt, hier wäre so das Ziel, dass man einfach wirklich anhand von den verfügbaren kostenlosen Materialien, die wir ja parallel zu dem Aphasie-Seitenset anbieten, halt auch nochmal ein einstündiges Webinar anbieten, auch in dem Fall kostenlos, was einfach nochmal auf Basis dieser kostenlosen Materialien in Kombination dann mit dem Aphasie-Seitenset einfach zeigen soll, wie kann ich diese beiden Elemente gut miteinander kombinieren und wie kann ich eventuell halt auch, oder was, wie kann ich überhaupt auch die Inhalte dann in dem Aphasie-Seitenset auch dann quasi an diese Bedürfnisse des einen Menschen mit Aphasie dann, mit dem ich arbeite, anpassen. Dass man einfach nochmal ein bisschen mehr in die Praxis das Ganze geht. Wie gesagt, die Idee war jetzt erstmal, hier erstmal einen schnellen 30-minütigen Überblick zu bieten und der nächste Schritt wäre dann am 16. September dann einen ausführlicheren Einblick dann auch mit Praxis, noch praktischerem Bezug. Es kam gerade noch eine Frage, nämlich ob man das auf der Sie-Seitenzeit auch mit Metacom-Symbolen versehen kann. Das ist grundsätzlich möglich, also man kann die Symbole entsprechend austauschen, so wie man das in Snap vielleicht auch schon gemacht hat. Es gibt halt kein fertiges Seitenset, wo die Metacom-Symbole jetzt schon so enthalten sind und eingefügt sind. Ich habe den Link zu dem Hörsaaltermin, also zu dem kommenden Webinar am 16. September auch nochmal direkt hier in den Chat gepostet. Also Sie können auch gerne einfach draufklicken und dann sich auch vielleicht direkt schon anmelden. Ansonsten sind wir natürlich immer noch für Fragen da. Falls aber im Nachgang noch welche kommen sollen, wir werden ja dann auch, wie gesagt, im Nachgang noch einmal, wie gesagt, die E-Mail schicken. Auf die können Sie dann auch gerne antworten, wenn Sie eine Frage haben. Wenn wir nicht schnell genug sind und Sie schon dazwischen drin eine Frage haben, können Sie natürlich auch jetzt schon eine Frage stellen oder danach an info.dach@tobidynavox.com senden. Da sind wir natürlich auch mehr oder minder jederzeit für Sie da und freuen uns, wenn wir von Ihnen Rückmeldungen bekommen. Fragen bekommen, wie wir sie unterstützen können. Keine weiteren Fragen eingegangen. Dann würde ich sagen, schließen wir das Webinar für heute. Freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir sind gespannt über Ihre Berichte. Also wir sind sehr begeistert von diesem Aphasie-Inhalten, auch in Kombination mit den Dokumenten und sind einfach gespannt von Ihnen, vielleicht auch einfach dann auch vielleicht in geraumer Zeit ein paar Rückmeldungen zu bekommen, wie es vielleicht grundsätzlich bei Ihnen geklappt hat, was man vielleicht natürlich auch optimieren kann. Da sind wir natürlich immer sehr, sehr dankbar. Genau, einfach dann an die angegebene E-Mail-Adresse schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen und bieten auch gerne weitere Schulungen an, wenn ein Bedarf besteht. Einfach melden. Das natürlich auch. Alles klar. Dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Genau. Schöne Tschüss. Sommerzeit. Bis dahin. Tschüss.